Militärischer Kontrollpunkt aus der Vorkriegszeit. Im Commonwealth findest du häufig Fusionskerne. Ich habe noch auf dem Fusionskerner. Bin der Meinung. Ah, jetzt geht's. Ich brauche gar nicht so viele. Wo war denn unser Plan, wo wir hin wollten? Ah ja. Parsonmolkerei. Linwoods haben wir abgeschlossen. Parsonmolkerei haben wir nicht abgeschlossen. Reise zum Haus der Nakanos. Stimmt, hier war ich nur kurz reingelaufen, ne? Hier habe ich noch gar nichts mehr angeguckt gehabt. Hallo. Juhu. Guten Tag. Und doch, er hat mir anscheinend Sachen angeguckt. Schweinerei. Und hier gab's nichts mehr? Und ich hatte das durchgelootet. Ich erinnere, dass ich da drüben war. Spielzeugrakete, Spielzeugauto. Blast Radius Brettspiel. Nehmen wir das mit. Repetier. Kampfgewehr. Das ist ein vollwertiges Kampfgewehr. Unmodifiziert. In dem Platz noch. Also na, doch wieder irgendwo eine Siedlung verbessern wollen. Leere Milchflasche. Ich will nicht die Angel. Könntest du bitte nicht die Angel? Ich will diese blöde. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mit der scheiß Angel. Da will ich ran. Ah. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin ein bisschen angekränkelt. Leider Gottes. Kommen wir hier noch weiter? Kommen wir auf jeden Fall noch weiter rum. Kommen wir auf jeden Fall noch weiter. Hier ist ein Tote. Perfekt. Eine Blechdose Redaway. Redaway brauche ich, glaube ich, noch. Ich hätte auch hier einfach rauslaufen können, glaube ich. Eventuell. Okay, dann komme ich einfach hier drüben auf das Ding. Wie viel gibt es noch im Untergrund? Shit. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Na gut. Nach Osten wollten wir. Dogmeat? Ah ja, da bist du ja. Mein kleiner. Mein kleiner Kumpan. Also ein Auto. Das ist schon so eine coole Atmosphäre bei dem Spiel. Holy fuck. Ich weiß nicht, ob Blumi das so spielen könnte. Seht ihr ein bisschen Probleme mit der First-Person-Sache? So will ich lieber nicht laufen. Hier scheint was auf der rechten Seite relativ nah zu sein, wie sie es bewegt. Zumindest wenn wir direkt drauf zulaufen. Da oben vielleicht? Oh. Bin, glaube ich, am Meer angekommen. Hallo, Todeskralle. Cool, 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 cool. Soll ich hier noch gar nicht sein? The fuck. Da fährt einfach wieder eine Todeskralle rum, ey. Holy shit. Nice. Das macht's einfacher. Aber wo ein Raid-Pinter ist, normalerweise noch mehr. Hallo. Haben wir ja gut getroffen. Ich muss das extra drücken. Okay. Schrotflintentime it is again.
Kannst du nur hin? Brudi. Du bist kein Weichpanzer-Majolog mehr, ne? Okay. Du bist ein Hartpanzer-Majolog demnach. Wo ist mein Wuffi? Hallo Wuffi, okay, du bist wieder fein. Gut. Luca Cherry. Oh. Die hätten schon auch gegeneinander gekämpft, ne? Wenn ich die hätte gelassen. Wenn ich sie gelassen hätte. So, da bist du. Teilrüstung, Harnisch, linkes Bein, Raiderrüstung, Sturmgasmaske. Immer noch eine der wichtigsten Utensilien. Der Gegner hat so konstant Metallrüstungen. Hey, okay, jetzt wieder eine Werkstatt. Kannst jetzt das Landhaus der Küste benutzen. Okay, wir können mal ein Landhaus der Küste. Könnten wir jetzt zu einem Dingens ausbauen. Sollte ich vielleicht mal hier unten gucken, was hier noch so abgeht. Oh, nee, hier ist schon... Ups. Hier ist schon Ende. Irgendwas stapft noch hier rum. Was stapft denn noch hier rum? Hä? Ach so. Cool. Kann ich ja viel machen. Jetzt haben wir ihn. Heieiei. So, wir sollen da rein. Hä? Jetzt vorbeigelaufen? Nach Norden müssen wir. Nach Norden, da. Guck mal, was da abgeht. Ich glaube, heute ist mein... Ja, das Zimmer ist wärmer. Deswegen dreht mein Lüfter höher. Deswegen ist, glaube ich, heute mehr zu hören. Was von Hintergrundgeräuschen angeht. Seitdem der Rechner neu ist, war immer Winter. Das könnte das Problem sein. Das war hier, glaube ich, mal ein Strand und eine coole Küstenstraße. Böhm. Oh oh. Ich will hier hoch. Alles klar, das ganze Auto zerlegt. Aber doch noch einer. Das Gefühl, ich muss die Sensibilität ein bisschen runterstellen. Kann ich das? Gameplay? Windigkeit für Umsehen. Ist es das? Einstimmung. What the fuck? Steuerung? Nee. Gameplay, Empfindlichkeit für Umsehen. Das ist uns auch für euch ein übelstes Rumgezitter. Also wir haben fast keine Schrotflintenschüsse mehr. Wir haben da Probleme. Haben wir, sollten wir wieder was essen. Geröstetes Majolok-Fleisch. Nom 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 nom.
Ach. Oh Gott. Du frisst mich zum Glück relativ. Nee, du frisst mich sogar damit. Vergiss es. Nee. Nee. Nein! Angenommen. Ich wollte schon auf den fetten Torso gehen. Oder wir gehen einfach die rechten Beine. Meine Fresse. Uiuiuiui. Okay, wir müssen wieder was futtern. Gut, dass wir gerade was gefuttert haben. Gebackene Blähfliege. Nom 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 nom. Kommt der einfach hier raus, ey? What the fuck? Muss man auch ewig drauf rumballern, ne? So. Ah, Nordosten ist jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt haben wir die Markierung, also wo wir hinwollen. Direkt auf unserer Karte. Was, du kannst nicht in diese Richtung gehen? Hä? Hä? Aber da sind Sachen markiert. Ich bin verwirrt. Aber das sind Sachen markiert. Ich bin halt wirklich verwirrt. Muss ich da oben drüber? Kannst nicht in diese Richtung gehen. Die hier aber schon. Okay, weird. Ist das DLC-Sache irgendwie? Reist zum Haus der Nakanos? Schaffe ich dann irgendein Special DLC-Ding? Könnte ich mir vorstellen, dass ich dann Special DLC-Ding starte. Hallo. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch. Klopf, klopf. Hallo? Okay, ich komme einfach mal rein, wa? Guten Tag. Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ich wollte immer in Schwierigkeiten zu geraten, wenn ich über... Oh, das ist vieles. Ich gehöre zu Detektiv Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten? Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Nicks Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei. Oh shit. Hüfte. Aber wir haben es. Das ist ja eklig. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Und ich kenne nur eine Detektei im ganzen Commonwealth. Das ist vielleicht so. Ich bin hier, um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen.
Sie ist kein Kind mehr. Okay, sie ist erwachsen. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Könnte ich verstehen. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Oh. Sie hätte ist ja doch auf jeden Fall dagegen. Gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Reden wir übers Geld. Nachforschungen zu Vermissten sind alles nicht teuer. Billig. Natürlich. Wie hören sich 350 Kronkorken an? Das ist das Höchste, was wir bis jetzt gekriegt haben. Je weiter sie weg ist, desto höher meine Ausgaben. Ich werde nicht um das Leben meiner Tochter feilschen. Die Bezahlung sind 300 Kronkorken. Dann ist fehlgeschlagen. Oder lass es bleiben. Okay, Schaden, schade. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Wir müssen wohl Charisma ein bisschen mehr skillen. Könnte überall sein. Wenn wir Leute überreden wollen. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Okay. Zur Nachfrage Kenji und Ray weiter. Ich frag mal die Mama. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Mhm. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Ja, geil. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Eigentlich ist das eher das Teil der Mutter normalerweise. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Hat sie sind nicht draußen gemacht. Ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Okay. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie jetzt zur Raiderin geworden. Sie ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Weil sie Raiderin werden. Sie will Leute niederschießen. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Nein, nichts, Detective. Ich möchte dich nicht ablenken. Bullshit. Erstmal nicht mehr. Okay, aus irgendeinem Grund kriegen wir Charisma mal halt nur 8, ne? Wir haben nicht 10. Frauen werden mehr Schaden, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. Hund, Tierfreund, lokaler Anführer. Versorgungsrouten. Bist niemals alkoholabhängig. Der Effekt von Alkohol verdoppelt sich, dein Glück erhöht sich um 3, solange du unter Alkoholeinfluss stehst. Oh lol. Oder den Hund mehr Schaden im Kampf. Kann mehr Gegenstände tragen. Ödlandflüsterer. Sie werfen meine Gegner mit einem niedrigen Level und erhalte die Chance, ihn zu beruhigen. Okay, das ist alles beruhigen. Das ist alles nicht so. Wir müssen einfach Charisma leveln auf 10. Wenn wir das machen wollen, Leute in schwierigen Situationen überreden anscheinend. Gut, dann reden wir nochmal mit dir. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Alia Luxan. Our illustrious champion returns. Welcome home. Sie ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar sie ist. Danke für 37 Monate Supports, Xan. Dankeschön. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Hallo Sono. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Warum seid ihr Tochter feels weird, man? Ist ihr Leben in Gefahr. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, was ihr reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Habt ihr doch abgesprochen, was? Sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat classic meine Tochter? Ja. Zum Glück kann ich euch aber bei mir ganz gut unterscheiden, weil Xan ist so ein
sehr rotes Orange und du bist einfach nur ein Orange, so. Das ist optisch tatsächlich unterscheidbar, wenn ich lese, wer es gemacht hat. Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich das ist. Sexueller Missbrauch, das ist das Thema. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Wow. Ihr Großvater. Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann. Falsches Feuer, das weißt du doch schon. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu rotes Rot. Wird. Jetzt nicht mehr, Xan. Jetzt bist du genau das gleiche Orange. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Danke dafür. So, wir sollen jetzt Detektiv spielen und dann oben das Zimmer von ihr durchsuchen. Welches Zimmer war ihr's? So wie es aussieht, das hier. Nee, ich bin Ratchet's Fall. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Wenn es dir so besser gefällt. Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay, Funkname, Ohmsches Gesetz. Schlafen, im Bett fremd. Kombi-Schraubenschlüssel, Kronkorken. Vielleicht das da hinten haben. Bleistift. Schrauben. Schrauben hätte ich gern, danke. Okay. Noch mehr Kombi-Schraubenschlüssel. Genutztes Brett. Steht wohl auf Katzen. Beim Orange. Jetzt bist du nicht Orange bei mir und jetzt bist du irgendwie nur noch auf hör zu, aber. Schaut nicht zu, die Markierung hast du jetzt bei mir. Aber da kann ich dich auch unterscheiden. Okay. Ich finde hier erstmal nichts. Oh, doch, da. Halt, halt. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere. Wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Das ist der Fort. Dann ist da dieser Schock. Wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay. Sie hatte einen Traum von weißen Raum und einen Schock, wo alle sie angucken. Jetzt muss man auf den Stuhl, um in ihrer Sicht die Welt zu sehen. Wäre ja sonst langweilig, dann lassen wir das. Ach, Xan. Schön, dass du so viel Spaß dabei hast. Okay, das guckt immer die gleiche Richtung, wenn ich hier so sitze, weil das an meinem Arm hängt. Ich vermute, wir müssten noch mehr von diesen Dingern finden. Aber ich wüsste nicht, wo. Das ist doch der Wohnraum hier direkt unter uns. Da ist direkt das Dach. Da ist nichts drin, oder? Das wäre sowas, wo ich was verstecken würde, glaube ich. Wenn ich hier Sachen in dem Raum verstecken will, aber da komme ich nicht ran. Ja, ich spiele auch SSF. Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, ich bin jetzt schon gerade in die Maps gekommen, habe, glaube ich, eine Tier 3 Map gemacht oder so, ist das Höchste. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich jetzt eigentlich mehr, also ich muss mehr leveln, logischerweise, und ich bräuchte eigentlich auch besseres Equipment. Zum Beispiel ein 5-Link oder sowas. Das muss ich mir halt jetzt selber erfarmen. Oh. Mehr Projekte. Ich finde da noch irgendwas. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe.
Gemütliches Kissen. Jedenfalls kann ich mir halt die Sachen nicht einfach kaufen. Zum Beispiel für mehr Fire Damage oder mehr Spell Damage für meinen Righteous Fire. Ich muss es halt jetzt erfarmen. Deswegen bin ich wieder an dem Punkt, dass es halt eigentlich aktuell nur mehr Farm ist. Ist ja nicht wirklich eine große Currency-Aufwand, das zu kaufen. Das ist irgendwie jetzt ein, zwei Chaos pro Item. Ja. Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Kenji. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Kenji geht was? Raus. Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Ich... Oh. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kazumi. Keine Angst, ich habe deine... Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich... Ich habe Nein gesagt, ich... Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, dass sie nie raus darf. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich naja, das ist, lange weg. Ist der Non-Competitive Game Mode, bedeutet aber, du musst selber mehr machen. Ich liebe dich auch, Papa. Also so, und ich habe übrigens diesmal keine Diffs in der Kampagne gerandom dropped. Ich habe nur ein X gedroppt bekommen. Okay, sie hat ihre Eltern schon lieb, aber sie hat ein Problem mit den Eltern, dass sie überfürsorglich sind und sie nichts tun darf. Okay, okay. Ist sie ihm vielleicht mal in die Stadt gefolgt? Hallo? Test? Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Oh, Fernseher, mein Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe. Safe in Stadt für dein Vater braucht Hilfe DLC mit dem Boot. Komm gleich! Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Hier unten ist also der Start gewesen, eigentlich von der Reihe. Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger von dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Ja. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Oh ja, sie war doch selbst im Fernsehstudio. Natürlich war sie begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, dass das Gerät empfangen könnte. Klar. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Rede ich jetzt vielleicht nochmal mit der Mama? Entschuldigung, Mrs. Nakano? Habe ich jetzt Sachen, die ich noch fragen kann? Nee. Erstmal nicht mehr. Keine neuen Fragen, die ich stellen kann. Da fehlt mir noch irgendwas, würde ich sagen. Daten. Untersuche das Haus der Nakanos. Okay, wir haben hier noch mehr zu untersuchen demnach. Wieder dann darüber in den Schuppen gehen? Ich meine, ich würde ja da drüben im Schuppen Sachen basteln, wenn ich Sachen basteln wollen würde. Da sind auch irgendwelche Stromsachen. Gucken wir mal. SSF Xan steht halt für Solo Selfer und du musst halt wirklich alles selber finden. Und da kannst keine Party mit irgendjemandem spielen und nix. Das ist einfach nur Solo. Nur komplett Solo. Okay, hier ist ein Haufen Shit. Ohne Goldohr und Superkleber. Okay, hier sieht alles sehr ausgeschlachtet aus. Opas Notiz. Meine liebe Kazumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Liebe Großvater. Abgeschlossen. Im Bootshaus ist der Schlüssel. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Also man spielt Bro SF. Bro SF.
Das ist was anderes. Das ist aber eine private Liga. Das ist ähnlich. Da limitierst du deinen Lootpool halt auf die Liga. Nicht bei dem, nicht da. Knochensäge, Kronkorken, Terpentin. Oh. Wo könnte. Also, ich würde ja hier sagen, hier drin soll der Schlüssel sein, aber ist dann wohl nicht. Schachtel Zigaretten. Hier. Moment. An dem Boot ist ein. Hä? Wer baut denn ins Boot so ein Elektro-Shit? Das ist ja nicht mal ein Motor oder irgendwas. Das ist einfach mit Kabeln angeschlossen. The fuck? Verstehe ich nicht. Im Bootshaus ist der Schlüssel. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Ich würde sagen, das da. Sieht das auch noch so im Bootshaus? Das hier kann ich nicht wegmachen. Hier ist literally nichts drin. Komisch. Schaufel kann ich zwar nehmen, aber ich glaube, ich kann dem Spiel gar nicht schaufeln. Also ich kann genau nichts irgendwo hinschaufeln. Es müsste was sein. Uns wären Kurse Babyflasche. Müsste was sein, was die beiden irgendwie verbindet. In dem Quest. Das Licht fällt gerade da drauf. Bitte der Rahmen. Oh, untersuchen. Du findest im Rahmen einen versteckten Schlüssel. Tada! Ich habe nicht gesehen, dass man so untersuchen kann. Okay, Safe-Schlüssel. Kazumis letztes Holoband. Haha. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Das DLC, okay. Sie sagen, dass sie alle Synths sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Okay, also der Dialog, den Konflikt gibt es permanent. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt ist Dinge sie in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und diese seltsamen Träume. Hat der... Ich werde weggehen. Ah, hat der Opa... Eine synthetische Tochter, Enkelin erschaffen? Das wäre bitter. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Far Harbor ist ein DLC. Dort finde ich sie dann. Hey, reden wir nochmal mit ihm. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Jo, eure Tochter ist abgehauen. Seht, dass deine Tochter ein Mensch ist. Sonst könnte sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist ja, außer eure Erinnerungen wurden manipuliert. So funktioniert das mit den Synths, Mrs. Nakano. Sie ersetzen Menschen. Es könnte erst kürzlich passiert sein. Ich kenne doch meine eigene Tochter. Sie ist kein Synth. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kazumi gegangen ist? Ich glaube, Kazumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Das ist eine weite Strecke.
Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Also ihr habt zwei Boote? Sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff. Okay, ihr habt echt zwei Boote. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Moment, wieso geht das jetzt nicht? Ich wollte gerade was einstellen. Aber ich das deaktiviert hatte bei Lumi, ne? Ich würde mein Gesichtstracking aktivieren. So. Jetzt ist es an. Perfekt. Kriegen wir auch Seeungeheuer zu sehen? Eine Bootsfahrt? Kriegen wir auch Seeungeheuer zu sehen? Ich weiß zwar, dass das Meer alles andere als sicher ist, aber das Schiff wird dich sicher dorthin bringen. Zumindest hoffe ich. Danke für die Bevor Versicherungen. Du siehst, hier ist die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kazumi sicher zurück ist. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt von Reise nach Far Harbor. Da sind wir, glaube ich, noch nicht hin. Gehen wir mal zum Museum der Hexerei, würde ich sagen. Also ab nach Süden. Wilde Karottenblume. Also die Atmosphäre von dem Spiel ist schon geil. Geil dicht. Haben sie echt gut hingekriegt. Xan, wie ist es jetzt eigentlich wieder so, unter den zivilisierten Menschen mit Internet zu sein? So aus der Steinzeit zurückgeholt. Wie fühlt sich das an? Ereignisreich. Was heißt denn ereignisreich? Was ist denn alles passiert, dass es ereignisreich wäre? Das gefällt mir jetzt ja schon nicht. Stirbt nicht, ne? Stirbt einfach nicht. Alter, wie viel der aushält? Oder mache ich einfach keinen Damage? Das ist die Alternative. Mach mal Licht aus, mit meinem Dunkeln uns an. Sieht kaum was geändert. Also, dass du jetzt wieder Spiele spielen kannst, die online sind wie Dota. Oh, das ist ein legendärer Leuchtender. Oh, muss auch treffen, war das wäre gut. Lol. Wait, warum wurde gerade sein Leben zurückgesetzt? Schweinerei. Weil er mich nicht findet oder was? Gibt ganz schön viele Anti-Cheese-Maßnahmen in dem Spiel. Deswegen ist es wieder passiert. Keine AP mehr zum Luft anhalten. Hälfte haben wir von ihm.
So lässt sich entspannt kämpfen. So kann ich das... Weil es ein Ghoul ist. Und der nicht weiß, wo es her schießt anscheinend, wie du siehst. Ich bin ja große Entfernung und so, ne, mit Scharfschützengewehr. Und siehst du doch, dass es nahezu unerkennbar ist, von wo man angeschossen wird. Das ist doch offensichtlich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie dahin und es wird leuchten. Leuchten. Sturmgasmaske. Ne, nicht Aufgaben. Ich wollte zu den Hilfsmitteln. Weil er dumm ist, würde ich mal eigentlich insgesamt sagen. Achso, und weil er auf dem Wasser war, offensichtlicherweise. Bats, besser dieser mit 10% Sanktion putzt. Oh, cool. Verstrahltes Blut. Okay. Oh, hallo. Okay, das hat mich nicht genug getroffen. Das hat er genug getroffen. Sind die dir lieber? Die sind auch nicht so viel smarter. Muss ich mal so sagen. Wasser ist ein bisschen häufig eklig verstrahlt. Das ist ja widerlich. Wir haben noch einen Buff, dass wir relativ wenig Strahlung gerade abkriegen. Dass wir ein Antistrahlungsding haben. Dann dachte ich, ich gehe mal hier hingucken. Silbermedaillon. Spielzeug außerirdischer. Ah, da ist Wasser. Blut, Wasser, Licht. Licht ist da. Da ist Wasser, genau, Ben. Wasser ist ja überall. Da sieht man, warum ich gesagt habe, ich bin ein bisschen heute verpeilt. Kann ich da hochhüpfen? Ein bisschen, wenn ich auf das untere kommen würde, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Ich will das Wasser nicht trinken. Danke für das Angebot. Zack. So. Wir sollen gar nicht hin, wir müssen noch viel, viel weiter. Wir könnten das vielleicht trotzdem mal als erkundet markieren. Scheint doch gerade niemand zu sein. Das wäre doch, also, ne, wenn man das hier clearen kann, wäre das doch ein guter Stützpunkt, weil da ja nur von einer Seite jemand kommen kann. Makra-Fischverpackungen. Da kann man wahrscheinlich wieder reingehen, richtig. Okay, hier sind tote Raider. Aha. Tote Raider. Bleiverkleidet behandelt. Lederrüstung. Leichte Klamotten. Was machen denn hier tote Raider? Oh. Uffi, du hast mich gerade ein bisschen nervös gemacht, wenn es neben mir atmet. Fischverpackungen. Wir machen mal wieder Licht an. Damit ihr auch was seht. Hier können wir pennen. Noch ein paar Stunden. So 5.
Es ist 6.30 Uhr, es hört sich doch gut an, da können wir dann am Tag weiterlaufen, dann brauche ich das Licht nicht an. Und wir sind ausgeschlafen. Wir wollen eigentlich nach Süden. Ich wollte hier nur die Markierung machen, dass ich hier schon mal war. Reingegangen bin ich halt nicht. Da ist noch ein Boot. Das ist auf jeden Fall noch ein gängiges Boot. Hätte jetzt gedacht, dass das funktionierende Boote dann doch hier irgendwie selten sind, aber anscheinend nicht. Finde mir war gerade irgendwie was. Alles klar, Doc Meat. Schwimm halt im verstrahlten Wasser. Wieder Volk. Globus. Schrank. Erste-Hilfe-Kit gab's. Und das war's. Irgendwelche Schachbretter. Okay. Schade. Ich dachte, man kann hier ein bisschen mehr finden. Vielleicht auch irgendwo hinfahren. Huch. Nee, nicht. Och, doch nicht ins Wasser. Aha. Ich wollte nicht ins Wasser. Jetzt habe ich so viel Maximalleben schon eingebüßt. Geh mal ein bisschen an der Küste lang, was es hier sonst noch so gibt. Hallo. Huch. Ist hier der wirklich lebende Viechter? Jetzt ist er ein Todesviecht. Verdammte Möwen, ey. Verdammte Möwen. Überall findet man die noch. Die haben natürlich auch die Apokalypse überlebt, die Scheißviecher. Und eine Laserpistole. Und ein Experten-Safe. Und jede Menge Alkohol. Das war mal ein Pub am Meer. Ein bisschen. Auf dem Heimweg quasi. So sieht's aus. Ich dachte, da kam noch irgendwas anderes dazwischen. Irgendein Alert, das ich vielleicht verpasst habe. Liegt ein Wal. Oder kann man das noch Wal nennen? Waldelfin-Hai-Dingsbums. Uns wurde angefuttert von Dingen. Oh, ist das hier das Museum der Hexerei? Ja, genau so nur. Der Wal. Der Walorb. Genau den meinte ich. Museum of Witchcraft, ja. Was ich schräg finde, ist, dass das Besuch des Museums der Hexerei weiter weg ist. Also werde ich irgendwie dahin geführt. So eine Person oder so? Private Huts Holoband. Wachbekleidung, Lederrüstung. Ende. Brille. Teuflischer Auftrag. Hört das private Holoband an. Persönlicher Eintrag. Gelehrter Helen. Das ist es aber nicht, oder? Ups, das war jetzt ablegen vor allen Dingen. Der mit wie heißt? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier ein teuflischer Auftrag. Hört das private. Hört ihr Private Hearts Holoband an? Okay. Private Hearts. Privat Hearts. Die haben kein Gewicht, ne? Nee. Passwort Waffenkammer. Passwort Blattklinik. Ja. So. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten.
leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hat Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Da geht's unten rein, oh, in den Keller. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Zugekettet. Ah, hier kommen wir einfach nicht rein. Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Schnapp dir die Kiste. Sofort. Alle ins Museum. Major, was hat uns gefunden? Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil ich bei meiner geilen Nahkampfwaffe gar nicht mehr so viel Schuss habe. Der Hexereikeller. Ups, falsche Taste. Muss den lange halten. Das mache ich ein andermal. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist es hier draußen so neblig plötzlich? Gerade eben war es noch klar. Das mache ich ein andermal. Verteidige Tempins Bluff. Sprich mit Preston Garvey. Melbourne Erfolg. Kehren zur Polizei für Cambridge zurück. Also das war das Anschließende. Sprich mit Dr. Amari. Reisen nach Fort Harbor. Finde die Karawane. Die bunte Stadt so mit Baumarkt nach Farbe. William Freedom Trail. Das sind unsere Quests, die wir aktuell haben. Die sind jetzt aber alle. Dr. Amari, find die Karawane. Alle sonst wo und da oben wieder. Ich glaube, ich werde doch anfangen, das Schnellreisen zu benutzen, weil es mir sonst zu langwierig wird mit dem Rumgelaufen, wenn ich jetzt wieder nach oben dümpeln muss. Tut mir leid, Leute. Aber es gibt, glaube ich, keine andere Variante, in-game schnell zu reisen, das irgendwie rollenspieltechnisch sinnvoll wäre. Aber ich würde gerne zum Beispiel das Kampfgewehr loswerden. Also loswerden im Sinne von jemanden ausrüsten. Das dahin zu bauen hat sich jetzt schon so gelohnt. What the fuck, Alter? What the fuck, einfach nur. Ja, ich bin sehr stolz auf mein Gebäude hier, was ich da hingesetzt habe. Ich soll mit Preston Garvey reden. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges. Wir haben dieses Zuhause Überfallkommando aus. Der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlung mehr angreifen. Schön, das ist richtig. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute da machen, hat sich die einfach in Frieden leben. Die Stimme aber ganz geändert. Lass es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Wir sagen, krieg kein XP dafür? Danke. Hallo. Ich habe gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Das wollte ich eigentlich nicht von dir. Kann ich was für dich tun? Ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Genau. Oh, du hast Leuchtfackeln? Lol, what? Gib mir mal die Leuchtfackeln. Minuteman Outfit, Minuteman Hut. Und zwar, du hast nicht mal eine Waffe, lol. Du hast gar keine Waffe. Hier, Kampfgewehr, die braucht 45er. Ausrüsten. 45er. Okay. Das ist ja eine Menge, die ich da hab. Ja. Sonst noch was? Nö. Nein, nichts. Okay. Also ich kann auch meine Klamotten wieder ändern. Kleidung. Graue Strickmütze für Glückerhöhung.
Könnte jemand... Was hast denn du für eine Waffe hier, mein Freund? Kann das noch warten? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Du hast eine doppelläufige Schrotflinte. Ja, das passt. Sei lieber vorsichtig. Hast du noch eine alte Schüttwaffe? 45er Patronen, Impro-Revolver-Gewehr. Ja, das passt das auch. Das ist aber schwieriger. Wo sind die anderen Siedler? Da ist noch jemand. Hallo. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Ich will nur ein bisschen handeln. Hier, du hast auch ein Impro-Revolver. Hier ist es gar nicht so schlecht. Dann habt ihr sogar schon ganz nette. Ganz nette Varianten. An Ausrüstung, muss ich mal so sagen. Da ist eine Hundehütte. Gut, für einen Händler bräuchte ich einen Charisma-Level-Up. Das haben wir gerade nicht. Bei der Abernathy Farm brauchen sie Hilfe, hat er mir gesagt. Puh. Ich würde eigentlich gern von... Da ist die Finch Farm. Nee, bei der Finch Farm brauchen sie Hilfe, haben sie mir doch gesagt, oder? Heldeblick, Abernathy, dein Erfolg. Mach das mal ein bisschen schneller. Bisschen Speed-Up muss, glaube ich, doch mal ein bisschen rein. Wenn wir Wege haben, wo wir noch nicht so oft hin und her gelaufen sind, würde ich sie trotzdem laufen. Wenn wir Wege haben, wo wir wahrscheinlich sehr, sehr viel schon erkundet haben, glaube ich, werde ich sie fast travel, weil ich, glaube ich, zwei oder dreimal schon vorbeigefahren sind. Wo ist er denn jetzt? Herr Abernathy. Guten Tag. Hast du das Medaillon schon gefunden? Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das Dankeschön. Sind wunderbare Neuigkeiten. Ja, jetzt kann ich sie als Werkstatt benutzen. Sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Ja, jetzt hat er dich angeschlossen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Okay, hallo. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Wo stehen die anderen? Dürfte ich hier einfach alles mitnehmen, wenn ich will. 10 mm, 3,8er. Schlafen darf ich aber nicht. Über Stange Zigaretten und so ein Shit darf ich mitnehmen. Da sehen wieder Dinge. Oben, glaube ich. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Kreist wieder was. Entschuldigung. Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? Boah. Das wäre super. Habt ihr irgendwas, was wir haben wollen? Ladung Dünger, Ladung Beton, Ladung Holz, Ladung Leder, Ladung Stoff. Gute Psycho-Schraubenzieher. Kurzautomatisches Impro-Gewehr. Aber du hast zumindest jede Menge Kohle. Lichtmäßige Herrscher, das ist das Ding. Splittergranate, Splittermine, Sprengmesser. Kompensiert 50er Kaliber Impro-Gewehr. Wir haben tonnenweise 45er Ammo. Vielleicht sollten wir die doch mal benutzen. Den Impro-Revolver brauchen wir, glaube ich, aber nicht. Impuls, Moment, wir haben noch Impulsgranaten hier. 10 mm Pistolen. Kellogg's Pistole. Das benutze ich die ganze Zeit gar nicht tatsächlich. Das passt aber eigentlich voll zu meinem Bild. Sollte ich, glaube ich, benutzen. Doch die 44er Munition ist ein bisschen knapp. Die haben leider auch keine. Gelber Pilotenhelm. Stimmt, die hätte ich tatsächlich ein paar Leuten mehr anziehen können. Das wäre smart gewesen. Hätte ich machen können, habe ich nicht getan. Plus 2 Glück Raider Harnisch, das ist die Frage.
Das plus 2 Glück statt mit Taschen Leichtbau verstärktem Kampfrüstung. Ist halt schon insane, oder? Wenn wir einfach 12 Glück haben. Beziehungsweise 13 dann sogar mit der Mütze. Wetz Lederharnisch. Den werden wir, glaube ich, nicht benutzen. Den können wir, glaube ich, verkaufen. Oh, das war schon zu viel. Sehe ich es richtig? Kann ich euch aber auch einfach... Handeln. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Okay, das ist ihr Inventar, wo ich ihr Sachen geben kann. Wenn ich jetzt mal die Kampfflinte geben, muss ich aber auch Schrotmunition geben. Ob ich will oder nicht. Abbrechen. Ausrüsten. Sonst rüstet sie, glaube ich, die Munition nicht aus, die auch benutzt. Genau. Können wir ihr das geben? Kampfrüstung Harnisch, Kampfrüstung linker Arm. Setzt wahrscheinlich wieder nichts mehr an, ne? Konnte man die Lederkombi drunter ziehen? Konnte man. Sehr gut, da hat sie jetzt wieder was an. Mechaniker, Anzug, Int, Wahrnehmung. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Rechter Arm. Linker Arm, Giftresistenz. Hat sie Kampfrüstung auf dem linken Arm. Was ist eigentlich diese Wassertropfen? Ist das das Giftding? Giftresistenz? Kann man nicht drüber hovern, was die Stats bedeuten. Gut. Yep, sag ich ja. Setz ein bisschen was an. Entschuldigung, da bin ich volle Kanne gegen die... gegen das Mikrofon gekommen. Glück Raider-Rüstung, die ist halt so viel beschissener, ne? Als die Kampfrüstung. 9-9 versus 6-4. Auf der anderen Seite sind es aber halt, ne? Sind bei 13 Glück. Da sehe ich mich eigentlich schon ein bisschen. Gelbe Farbe. Wir brauchen grüne Farbe. Seltsam. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich für deine Schwester gehalten. Ach, Papa. Denk doch nicht solche Sachen. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist noch nicht so lange her, dass... Lass uns handeln. Okay. Ich gebe dir mal auch noch ein bisschen Kram. Und zwar hier gelben Pilotenhelm. Impro-Pistole schießt du. Boah. War für dich eine bessere Waffe? Nicht ein Raketenwerfer. Kompensiert beschleunigte Maschinen. Ja, nee, die wollen wir halt eigentlich alles selber benutzen. Das ist so ein bisschen das Problem. Kleidung. Blauer Anzug, Melone, Sturmgasmaske. Taschenverstärkte Kampfrüstung. Boah, 17 sogar? Schadensresistenz? Wait, what? Die war doch... Ich hatte gerade 9. Hör auf. Hö? Hö? Genau, die 17. Oh, da kriegt man halt deutlich mehr Schaden. Da haben wir halt deutlich mehr Glück. Du hast recht, meine Süße. Du hast recht. Let's go for Magic Find. Wo liegt eigentlich eine tote Katze? Ach, die ist gar nicht tot. Liegt hier einfach nur. Okay. Cool. Gab es jetzt nicht hier Werkstatt benutzen? Wir haben nämlich haufenweise Essen und keinen Schutz. Das ist halt wirklich ein Problem. Das ist halt wirklich ein Problem. Krieg mal Stahl von den Dingern. Das
das irgendwie, ihr habt das irgendwie eingezäunt. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich. Die Holzkisten brauchen wir aber eher nicht. Kochstation würde ich auch gerne stehen lassen. Okay. Es ist so viel zugewiesen an Essen. Ihr habt so unfassbar viel Essen. Brauchen wir den Stahl? Und ein bisschen. Huch. Ein bisschen Sicherheit. Schutz. Geschütztürme, genau. Bräuchten aber auch nochmal Öl. Fuck. Wir bräuchten Öl. Wo krieg ich denn jetzt Öl her? Kochtopf. Nee. Hallo. Wir stellen niemanden ein. Versuch dein Glück auf gut Warwick. What the fuck? Ich wusste, du würdest uns. Ich hab euch gerettet. Was soll denn heißen hier? Wir stellen niemanden ein. Ist Malpinsel Öl? Terpentin ist wahrscheinlich auch nicht. Oder Boston Metall. Ich weiß nicht, was du riskiert hast, aber. Da, benutzter Ölkanister. Das ist auf jeden Fall Öl. Es ist schön, dass ihr euch da so drüber freut. Ich mache euch mal ein bisschen Schutz hier vorne auf die Veranda, wa? Wie wäre denn der? Falsche Taste. Wie muss ich. Nee, lange Tab drücken war es auch nicht. Lange V drücken. Es gab noch eine Kurztaste dafür für die Werkbank. Wo sind die jetzt überhaupt? Ich bin irgendwie. Bin ich verwirrt? Da. Geschütztürme. So. Wo bauen wir den jetzt am dümmsten hin? Dann kann ich oben drauf bauen. Würde ich ja sagen. Lasst mich mal hier hoch, Leute. Pack euch da oben drauf in den Geschützturm. So, hier. Das sieht doch gut aus. Ja. Sehr schön. So. Und direkt daneben hier, so. Und noch ein Aussichtspunkt. Und die andere Richtung auch noch ein Aussichtspunkt. Damit wir zumindest ein bisschen Schutz haben. Der zwar noch nicht besetzt ist. Aber ihm habe ich ihm gerade die gute Waffe gegeben. Du siehst mir aus. Willst du handeln? Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Du hast Kampfrüstung, Metallrüstung, Schrotpatrone, Kampfflinte. Ist vielleicht die falsche Waffe für da oben. Du hast den nötigen Mumm, das sehe ich in deinen Augen. Das war quasi in der Nahkämpfer. Okay, dann packen wir doch dich. Du wirst hier oben Wache halten. Okay. So, und dann haben wir nämlich einen neuen Schutz. Können wir noch einen Wachposten bauen? Er übernimmt ihn automatisch, dass wir mehr Schutz haben. So, in die Richtung hier noch. Nee, ich glaube nicht. Das hier kann ich auch nicht abbauen, ne? Den Shit. Kann's nicht abbauen. Steht er hier oben halt und guckt sich die Richtung an. Muss reichen. Schutz 11. Das war nicht, was ich wollte. So, wir können auch noch so ein Ding bauen, ne? So ein erhabenes. Das war da unten. Das wäre nicht oben. Aber hier gibt es keinen sinnvollen Punkt, wo man
sowas bauen würde, um Ausschau zu halten. Würde ich sagen. Jetzt mal aber in die Richtung da oben was haben. So. Muss reichen.